Als Gitarrist im erfolgreichsten Bandformat der Alpenrepublik sorgt der gebürtige Thunerfelder unter anderem als Teil einer musikalischen Lebensgemeinschaft aus dem Salzkammergut fürs Seherische. Mit mir spricht er nicht nur über die Seher, sondern über die ersten 38 Jahre seines Lebens. Und wir zwei haben uns ja kennengelernt damals, vor vielen Jahren, im Thulnerfeld. Das ist das, was uns verbindet. Du kommst aus einer Familie, die sehr kreativ war, schon immer. Deine Mutter ist eine Lyrikerin, eine Buchautorin, eine sehr gern gelesene. Der Papa ist, ich glaube, Schlagzeug hat er gelernt, jetzt ein Fotograf mit Leib und Seele. Und der Thomas in der Kreativität nicht zu stoppen. Schon angewiesen. angewiesen. Jetzt hatte ich auch schon vor kurzem die Frau Dr. Zuna Gradke zu Gast in meiner Sendereihe, Direktorin vom Technischen Museum in Wien. Und die hat mir gesagt, sie ist nicht als Direktorin auf die Welt gekommen. Es war nie ihr Ziel, das zu sagen. Man steht nicht auf in der Früh und sagt, man wird Direktorin von einem Museum. Wie ist das in deinem Fall? Bist du aufgestanden irgendwann in der Früh und hast gesagt, ich werde Musiker? Puh, also konkret aufgestanden irgendwann und gesagt, ich werde Musiker, eigentlich nicht. Bei uns zu Hause ist Musik so groß geschrieben worden. Bei uns war im Auto Musik, zu Hause Musik, meine Eltern sind, Papa ist selber Musiker. Es war irgendwie immer allgegenwärtiges Thema und es war einfach völlig klar, dass ich auch Instrument lerne. Also ich wollte das auch. Es war nicht so, dass ich das nur musste, sondern es war klar, ich will Instrument lernen. Und es hat sich dann so schleichend ergeben, glaube ich, dass ich Musiker wäre. Ich kann mich dann auf eine Situation erinnern, ich habe damals nicht weit weg von dir gewohnt und mein Bruder, bei dem bist du damals schon ein- und ausgegangen, wie ich mit dem Markus unten im Keller, in einem Kellerraum musiziert habe, ist der Thomas Eder entweder vor der Probe gekommen oder nach der Probe, gell? Und hat dann seine ersten Sachen dann mit meinem Bruder schon gemacht und was wir auch in weiterer Folge in diesem selben Dorf, wo wir daheim waren, hat es auch einen ganz guten Blues-Gitarristen gegeben, in Markus Kauper, leider viel zu früh verstorben, aber der war legendär im Thulnerfeld. Mark Cooper Band, das hat ja jeder gewusst, der hat irrsinnig gut Gitarre gespielt. Und du bist auch zu ihm gekommen. Was hast du von den zwei Männern, von den zwei Burschen da mitgenommen? Okay, also das ist, da muss man jetzt weiter ausholen. Okay. Wie ich zum Gitarrespielen angefangen habe, war das klassisch in der Musikschule, halt, wo man Gitarre lernt, und dann bin ich halt dorthin gekommen und ich wollte halt immer einfach, so wie ich es kennt habe, wie ich Musik konsumiert habe, so wollte ich spielen. Ich wollte einfach hinsetzen und Gitarre spielen. Geben. STS, Ambros und so weiter, was man halt so verbindet mit einer Klampfen. Und irgendwie hat es dann begonnen mit so klassischem Gitarrenunterricht. Also schön zu zupfen und Nylon-Gitarre und da so am linken Fuß schön so sitzen, Noten und gedacht, okay, schauen wir uns das mal an. Und dann irgendwie nach einer gewissen Zeit habe ich gedacht, ich weiß nicht, das ist nicht das. Das ist nicht Gitarre spielen für mich und mich gefreut es nicht mehr. Ich habe nicht geübt und ich wollte eigentlich nicht. Ich war enttäuscht in Wahrheit. Ich habe gedacht, Gitarre spielen ist für mich was anderes, aber offenbar muss das so sein und schade. Und habe meine Eltern gesagt, ich will nicht mehr, mich gefreut es nicht mehr. Ich habe nichts mehr geübt und sie haben auch gemerkt, irgendwie habe ich keine Lust. Und ich weiß nicht, wie genau das gegangen ist, da müssen sie meine Eltern fragen, aber sie haben dann gesagt, schau es noch, wir haben, ich glaube, meine Gitarrlehrerin damals, die mir klassische Gitarre gelernt hat, was ich übrigens jetzt nicht schlecht reden will. Klassische Gitarre ist super und alles, nur es war halt nicht das, was ich wollte. Die hat zu meinen Eltern gesagt, probiert einmal den Markus Köhler. Der gibt auch Unterricht. Und ich glaube, das ist mehr das, was im Tom taugen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass das ist. Und ich habe gesagt, ja, dann schaue ich mir das halt mal an. Und ich kann mich noch erinnern, ich bin dann in die Musikschule gegangen, es war dasselbe Musikschule, dasselbe Gang, nur ein anderes Zimmer, einfach gegenüber. Und bin dort eine und da sitzt der Markus und spült so vor sich hin. Und ich denke mir, ja, genau das ist es. Genau so wie ich spielen können. Das ist Gitarre spielen. Und es war eigentlich in der Sekunde klar, dass das passt. Und ich weiß auch noch genau, erstes Lied, das weiß ich, wie wenn es gestern wäre, war Kalt und Kötter. Ist das. Und das haben wir halt, und
Griffe habe ich schon ungefähr kennen. Und dann hat er mal diesen Mittelteil gezeigt und gesagt, ja, da musst hammern. Und ich weiß noch, ich bin nach der Stunde heimgekommen. Meine Eltern wissen das auch, haben wir erst darüber geredet, bin heimgekommen. Und ich bin den ganzen Tag gesessen und habe hammern geübt. Den ganzen Tag. Ich war so plötzlich auf Schiene und so motiviert. Okay. Und von dem Moment an ist das eigentlich bis zum Schluss nicht mehr abgerissen. Also das war, wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre ich wahrscheinlich kein Gitarrist heute. Ziemlich sicher sogar. Mhm. Ja, ich habe dann einfach gespürt und es war, was das ganze Akustik und Western getan, Spülen angeht, das Wichtigste und das Beste, was man hat passieren können, der Markus. Also der hat mir einfach wirklich gezeigt, worauf es ankommt und wie Gitarrspielen geht. Ja. Und das, was ich heute so spüle und wie ich spüle, das verdanke ich einfach zu 95% dem Markus. Also der Start. Und der Markus hat mir nämlich einmal erzählt, aber du, ich kann dem Thomas eh da nichts mehr beibringen. Ja, der hat so outzart, der Spieler kürzester Zeit auf mein Niveau. Ich weiß halt nicht mehr, was ich dir beibringen soll. Mein Latein ist am Ende. Wie war das dann mit dem Nächsten? Ja, genau. Was dann, hat der Nächste dann beibringen? Dann ist halt ums E-Gitarre spielen gegangen. Also Akustik-Gitarre bei Markus. Okay, war dann irgendwie, okay. Es war E-Gitarre super. Und hat der Markus gesagt, E-Gitarre ist nicht seins, aber er kennt einen Gitarristen eh aus dem alten Ort, den Markus, den Kauper Markus, den Mark Cooper, so ein Blues-Gitarrist. Und ich soll da mal zu dem gehen. Und ich damals, ich war da 13, Nirvana und Pearl Jam und genau. Blues. Was ist das eigentlich? Nein, also das sicher nicht. Und meine Eltern, schwere Blues-Fans, haben gesagt, was ist dabei? Fahr halt hin, schaust du an, wenn es dir nicht taugt, dann nicht. Ist nichts verhaut, ja. Ich will doch, ich will nicht Blues spielen, interessiert mich nicht. Ich will eh Gitarre und gib ihm einen Blues. Glauben wir es, fahr hin. Man sollte übrigens öfter auf seine Eltern hören, nur so nebenbei. und ja, hingefahren und selbes Szenario wie damals mit Markus, nur halt umgelegt auf E-Gitarre. Ich bin noch reingekommen. Im Keller unten war das, weiß ich auch noch, so ähnlich wie da. Und da sitzt der Markus, der Kapper Markus, und spielt einfach auf der E-Gitarre und mir ist einfach die Laut runtergefallen. Ich dachte, okay, das ist Blues, verstehe. Blues kann auch anders sein. Dann bitte gerne. Und dann bin ich jede Woche hin und das war ein ziemlich, ziemlich cooler Unterricht, weil der Markus Kapper war jemand, der einfach nur gespielt hat. Der hat weder Noten lesen können, noch hat er sich irgendwie theoretisch, und das war wurscht, der hat einfach Blues gespielt. Und das war das Einzige, was er kennen hat. Das ist dafür wirklich super. Und wir haben nichts anderes gemacht. Ich weiß nicht, wie lange ich bei ihm war. Sicher, ein paar Jahre halt Unterricht gehabt. Jede Woche haben wir nichts anderes gemacht, als nur spielen. Da haben wir uns hingesetzt und er hat gesagt, geht schon, Blues in A. Und ich habe soliert. Und dann hat er soliert, ich habe Rhythmus gespielt. Und dann wieder ich, dann wieder er, dann okay, passt. Plus in G, du solierst, isolieren, einfach eine Stunde lang nur gespielt, jede Woche. Praxisbezogener Unterricht. Man sagt ja immer, dass die ersten Lehrer einen total prägen und das kann ich nur unterschreiben. Mhm. Also die beiden, der Köhler Markus und der Kapper Markus, haben mich massivst geprägt. Also okay. Das ist, kann ich überhaupt nicht leugnen und das ist auch gut so. Ja. Dann war Wien schon an der Reihe, ich glaube mit dem Milan Pollack. Das war dann der erste Profimusiker eigentlich, bei dem du dann den Gitarrenunterricht in weiterer Folge konsumiert hast. Ich weiß gar nicht, wie ich zum Milan gekommen bin. Ich glaube, das war im Zuge von Falco sein Tod, habe ich da irgendwas gesehen im Fernsehen und habe gedacht, siehst du, der Milan, irgendwie hat mir dann erzählt, ja, das ist halt die komplett andere Richtung. Und der Milan Pollack war halt jemand, der technisch sehr versiert war oder ist und einfach sehr enormes Wissen theoretisch gehabt hat. Und dann habe ich gedacht, okay, dann schauen wir das jetzt an. Mhm. Aber quasi das andere, die andere Seite auch schon. Das war sehr, sehr interessant und sehr lehrreich. War das dein letzter Lehrer oder hat es in weiterer Folge dann auch noch? Ich hab dann vereinzelt noch immer so einzelne Stunden genommen, wenn es mich interessiert hat. Also zum Beispiel bei der Konrad Schrenk, bei dem war ich ein, zweimal. Beim Gerald Gradwohl war ich, aber das war immer nur kurz. Also da würde ich jetzt nicht sagen, dass das mein Lehrer war, sondern ich habe gesagt, hey, da kann man sicher was lernen. Ich möchte mich weiterentwickeln. Wie war dort, ja. Du hast die jeweiligen kontaktiert. Genau, haben wir das immer angeschaut. Okay, jetzt hast ja du von deinen Erzählungen her eine sehr, du hast ja schon angesprochen, praxisbezogene Ausbildung.
Das ist ja heute fast unvorstellbar. Und das ist noch nicht allzu lang her, weil die meisten von Musiker von heute, die haben ja schon eine fundierte Ausbildung. Viele kommen von Hochschulen, vom Konservatorium etc. Das hast du in deiner Zeit alles nicht gehabt, ja, und hast so einen Kaltstart weggelegt, mehr oder weniger. Und auch schon die ersten Bands gegründet, da im Dünnerfeld, die kann mich auf was erinnern. Auf Steckling, glaube ich, war die erste Band von dir, der mit du. Wie kommst du auf Steckling? Was hat der Steckling? Ist ein, bitte, was ist das für ein Name? Von was kommt Steckling? Ich habe, wie 14 war. Also, 15. Entschuldigung, der Gärtner wäre Plan B gewesen, wenn es mit der Musik nichts gewesen war? Kurzfristig einmal, kurz. Okay. Da war die Musik noch gar nicht so im Gespräch, sondern da wollte ich eigentlich, so wie viele in der Pubertät, einfach nicht mehr in die Schule gehen. Und ich habe gesagt, Mama, ich will nicht mehr in die Schule gehen, mich freut es nicht mehr. Und sie hat gesagt, was stellst du da vor? Ja, weiß nicht, Gärtner. Okay, so. Und dann hat meine Eltern gesagt, okay, können wir machen, wenn du das willst, aber bevor wir dich aus der Schule nehmen und du Gärtner wirst, machst einen Ferialjob beim Frank in der Baumschule. Das war bei unserem Ort die Baumschule. Mhm. Und schaust du das mal einen Monat. Und wenn es dir dann noch taugt, jederzeit. Und ich so, ja, passt. Und dann habe ich im Juli einen Ferialjob gemacht in der Baumschule. Und das war, es klingt nicht, also Gärtner, Baumschule, das klingt irgendwie, du sitzt im Grünen und dort Blasen schneiden, aber es war echt die härteste Hocken, die ich je gemacht habe. Ich habe dort am Feld in der prallen Sonne Stauden oder Bäumer ausgraben müssen, Wurzeln ausgraben, ganzen Tag mit dem Spaten in Lehm, Betonhart einig und wirklich jeden Tag in der prallen Sonne. Ich bin braun gewesen nachher, ich habe Muckis gehabt nachher. Und ich wollte nachher nicht mehr Gärtner werden. Das war völlig klar, weil ich gesagt habe, das ist der Wahnsinn. Es war nicht so, wie man es vorgestellt hat. Ich habe gesagt, okay, ich gehe noch weiter in die Schule, überredet. Wobei auch an die Zeit Feralschub gern zurückdenken. Und ich habe es dann sogar nur einmal gemacht, im Jahr drauf, nur mit Feralschub beim Gärtner, weil es eh cool war, aber als Job nach. Machen wir mal die Schule doch fertig, vielleicht haben die Eltern recht. Wieder ein Rat der Eltern. Wieder ein Rat der Eltern. Und aus der Zeit stammt auch Steckling. Ich habe dort, wenn es geregnet hat, habe ich keine Baum ausreißen können und bin gesessen drin und habe Steckling geschnitten. Also einfach, da hat es Blumen und Pflanzen gegeben, die man halt neu ausgesetzt hat und dann muss man Steckling schneiden. Das sind so Setzlinge, die man dann einsteckt und kommt ins Glashaus und das wächst dann. Ich glaube. Und ich habe, wenn es geregnet hat, den ganzen Tag Steckling schneiden, Steckling, Steckling. Und dann ist mir gesagt, jeder geht Steckling schneiden. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen einen Bandnamen und in meinem Kopf war einfach Steckling, Steckling, Steckling. Okay. Das war aufgrund des Feralschabs. Und dann haben wir gesagt, Steckling war ein cooler Name. Coole Sache. Und das ist der Name. Und ich habe mir das erste Plattencover von Steckling, von der Band, war auch Steckling. Aha. Ein bisschen freier gezeichnet. Und das war mein erstes Tattoo, das da. Das okay. Sieht man jetzt nicht mehr so. Es ist ja schon ein wenig vergilbt und ein bisschen gewachsen. Also der Steckling hat sich prächtig entwickelt. Ja, aber das ist ein Baum gewachsen. Ist quasi das Cover auf meiner ersten Band und das ist ein Steckling, mein erster Steckling. Der erinnert mich an meine erste Band und an meinen ersten Feierabend. So. Du sagst, der Steckling ist gewachsen. Wo er hingewachsen ist, wissen wir mittlerweile. Dann sind ja schon die ersten großen Kummer von der Stadt. Ich erinnere mich, war das da nicht Mokesch? War diese Geschichte? Ja, Günter Mokesch war ein bisschen später. Zuerst war noch, also das erste Professionelle, was ich gemacht habe als Gitarrist, also nach meiner Schulzeit, nach meiner Matura, war mit Manuel Ortega. Aha. Der war der Erste irgendwie, mit dem habe ich gespielt. Schon ganz am Anfang, glaube ich, war noch gar nicht beim Song Contest, sondern da ist der erste Single erst rausgekommen und da habe ich Akustikgitarre gespielt. Ja. Mhm. Und das war so also mein erstes Reinschnuppern in die Profiliga. Okay. Und dann eben unter anderem ist dann bald einmal der Günter Mokesch gekommen, mit dem ich immer noch gelegentlich spiele. Wenig Zeit, natürlich, weil die sehr am meisten Zeit in Anspruch nehmen, aber wenn es passt, spielen wir immer noch gemeinsam. Macht immer noch sehr viel Spaß und es war einer der ersten damals. Okay, weil du gerade die sehr angesprochen hast. Jetzt kommst du von dieser Art von Musik, das was ja alles andere war damals, wie das, was du heute machst. Wie kann man sich das bildlich vorstellen? Wie kommt man dann ins Seherische? Ich habe die sehr schon kennt, aber jetzt nicht so gut, dass ich wirklich ein Urteil darüber gehabt hätte. Ich habe nur gewusst, dass ein guter Freund mit der Wolfgang Luckner, oder ein guter Freund ist er mittlerweile, der Schlagzeuger von den Seern, der mich vorgeschlagen hat. Ich habe gewusst, der spielt bei den Seern schon länger und ich habe gewusst, dass das cool ist. Also mir war klar, dass es kein Blödsinn ist, wenn der dort spielt. Weil ich schätze den als Menschen und als Musiker und ich habe gewusst,
das schaue ich mir an. Okay. Und wie es dann also war, also jeder, der die See erkennt, es ist ja wirklich, als Musiker muss der alle 10 Finger abschlecken, so einen Job zu kriegen. Klar, es ist jetzt nicht Rock und Ding, wobei, stimmt nicht einmal, es ist ja auch alles dabei. Und vor allem, ich habe dort die Freiheiten, das zu gestalten, wie ich will. Ich kann dort genauso meine Rock-Gelüste ausleben und es wird niemand stören. Das ist ja das Markenzeichen der Seher, dass das so ein Mischmasch ist, dass da auf der einen Seite kannst du anstoffen und voll Gas geben und auf der anderen Seite steht irgendwie die steirische Harmonika und das passt zusammen. Und das war damals schon so, wie ich eingestiegen bin und ich habe mich sofort wohl gefühlt. Ich habe gleich gewusst, das taugt mir, das ist kein Kompromiss für mich. Super Musiker, super Leute. Es war mit Sicherheit das Beste, was mir musikalisch passiert ist. Und dann bist du gekommen, um zu bleiben, so quasi. Ja, es hat passt, glaube ich. Und es war zu einer Zeit damals, wo die Seher zwar schon ein Begriff waren, das waren keine ganz Unbekannten mehr, wie du eingestiegen bist. Und damals war ein Typ dabei, dieser Spitz, dieser sogenannte Spitz. Wie war das? Der Spitz ist ja dieser, ein Gründungsmitglied, das ich ja so viele mitgekriegt habe, ein sehr bodenständiger Mensch aus dem Salzkammergut. Vollbart, so ein Kaiser Franz Josef Bart hat er immer getragen, soweit ich mich da erinnere, wenn ich das immer so beobachtet habe, du kennst ihn ja viel besser. Und Lederhosen, so traditionelles Dasein hat er bei den Seern vermittelt. Und jetzt kommt der junge Thomas Eder aus Niederösterreich, der Flochlandler, kommt mit Piercing, tätowiert, ja, die neue junge Generation. Wie war das erste Zusammentreffen zwischen euch zwei? Das war sehr lustig eigentlich, weil der Spitz war, abgesehen vom Wolfgang und vom Franz, die ich schon kennt habe, Schlagzeug und Bassist, war von der Band sonst der erste, den ich getroffen habe. Nämlich, das war ein Konzert, Steiermark war das, glaube ich. Ja, Steiermark, und ich bin da hingefahren. War viel zu früh natürlich, weil man will ja nicht gleich mal spät kommen beim ersten Mal. Und ich habe noch niemanden kennt. Und ich fahre dorthin zur Bühne und denke mir, okay, jetzt bin ich da. Offenbar noch keiner da, von ich sehe, warte mal. Und dann der Erste, der kommt, war der Spitz. Und ich gehe halt hin und sage, hallo, ich bin der Tom, ich spiele heute zum ersten Mal bei euch. Und der Spitz gibt mir die Hand und fängt an mit mir zum Reden, so wie wenn ich einfach schon ewig da jetzt sein Haberer wäre. Und ich habe mir gedacht, bin schon wow, ja. Völlig, also der hat auch gar nicht gefragt, aha, und ich, wo kommst du her? Also einfach ganz normal, gleich mit mir zum Reden angefangen, hat mir gleich eine halbe Lebensgeschichte erzählt. Und ich habe mir gedacht, okay, wow, das ist aber, das ist lieb. Das ist ein lieber Einstieg. Und mit offenen Händen quasi, ja, hat er dir da. Nein, er hat auch gar nicht gefragt, irgendwie so, aha, was? Ja, servus, ja, super, dann wie bist du hergefahren? Ja, wir. Und völlig offene Arme. Ja. Jetzt kann ich mir vorstellen, jetzt warten wir aber die ganze Zeit auf die Kollegen da und natürlich auf den Chef, auf den Mastermind, auf den Fred Jaklic. Das ist es so vergleichbar wie eine andere Arbeit? Also wenn ich heute irgendwo hingehe und ich stelle mir dort vor, ich habe eine Vorstellung und muss da schon mitwirken und der Chef kommt jetzt und jetzt muss ich natürlich, also ist das ein bisschen Druck. Wie haben sie dich so überschwemmt mit dem, dass du dann diese Stabilität gekriegt hast, zu sagen, gekommen, um zu bleiben? Also nervös war ich natürlich, weil ich habe niemanden vorher gesehen. Ich bin hingegangen und habe mein erstes Konzert mit denen gespielt. Da waren halt irgendwie schon 2.000 Leute und wir haben nicht einmal eine gemeinsame Probe gehabt oder so. Und klar habe ich mir gedacht, okay, was ist, wenn es gar nicht passt? Dann, klar, machst du den Gedanken, aber ich habe mir gedacht, hey, ich spiele so, wie ich spiele, ich weiß, was ich kann und ich mache das so, wie ich glaube, das passt. Und wenn es nicht passt, dann kann man eh nichts machen. Aber es war schon ein Konzert. Es war schon ein Konzert, ja. Halt Soundcheck und Konzert. Das war natürlich schon, glaube ich, nervös. Spannend. Weil du weißt ja nicht, was ist. Ich habe mir gedacht, hey, der Wolfgang wird mir ja vorgeschlagen haben, der wird sich was gedacht haben dabei. Offenbar wird das schon passen, so wie ich das anlege. Und es hat dann auch passt. Okay. Und es ist halt oft so, dass die Chemie dann gleich stimmt. Und es war von Anfang an eigentlich gleich cool. Es hat Spaß gemacht. Ich habe mich willkommen gefühlt. Weil du sagst, Chemie stimmt. Stimmt. Ich glaube, dass die Chemie so ganz was Wichtiges ist, gell? Überhaupt im täglichen Leben. Wurscht, welchen Job was du jetzt machst, weil
ich denke mir, der Fred und die Kameraden, die haben schon gewusst, okay, da kommt der Eder und dass der Gitarre spielen kann, wissen wir ja. Ja, jetzt geht nur mehr, passt er dazu zu uns, wie ist der drauf, wie sind wir drauf? Und dann ergibt sich das. Wann war es klar für dich, dass das passt? Und gleich nach dem Gig oder wie spielst du sowas auch in der Realität? Ja, gleich nach dem Gig nicht. Es war dann schon, es hat dann schon mal ein paar Konzerte gedauert. Also es war dann, was schon mal gut war, dass nach dem Konzert der Fred gesagt hat, super, passt. Ja. Schauen wir mal weiter und die nächsten Konzerte, das ist ja dann gleich weitergegangen. Also hat es ja gleich, ich weiß nicht, ob es die Wochen war, in den nächsten zwei Wochen gleich 3-4 Konzerte gegeben. Und auch Grundlsjob mehr, weil dann auch, das war mein 5. Konzert oder so, 2003. Und dass er schon mal gesagt hat, ja passt, das machen wir jetzt mal, so quasi, jetzt machen wir mal eine Probezeit, spürst du mal mit in den nächsten paar Wochen, aber das schon, war schon mal klar, okay, das ist schon mal nicht ganz, ganz daneben. Und wie du sagst, die Chemie, um das geht es ja dann. Der Fred hat wahrscheinlich schon irgendwie gecheckt, okay, Gitarre spielen, das passt. Aber wenn man 50, 60 Mal im Jahr unterwegs ist gemeinsam, teilweise auch auf engem Raum, dann muss die Chemie passen. Und was ändert sich für dich persönlich mit diesem Schritt in die Profiliga? Also das muss ich ehrlich sagen, habe ich damals überhaupt nicht, okay, an das überhaupt nicht gedacht. Ich habe Matura gemacht und habe mir nach der Matura gedacht, so, jetzt schaue ich mal, was geht, und bin es völlig entspannt los, also angegangen, ohne langfristige Planung. Weil ich habe gewusst, wenn ich jetzt 2 Jahre lang überhaupt nichts auf die Reihe kriege, dann kann ich immer nur arbeiten oder ich studiere oder was auch immer, aber ich probiere es. Es hat dann funktioniert ganz gut und dann durch die Sehe natürlich auf ein anderes Niveau gehoben worden, dann war es einfacher. Aber ich habe mir auch dann nicht gedacht, irgendwie, also ich habe nicht langfristig, ich war damals, wie alt war ich da, 24 Jahre alt, da freut man sich einfach nur, dass man Musik machen kann, und da ist darum gegangen, dass man einfach in einer geilen Band mit coolen Typen Musik macht. Mhm. Klar war das Finanzielle schon super und wichtig, aber es war immer im Hintergrund eigentlich. Ja. In dem Moment, wo ich auf der Bühne stand, bin sowieso, aber auch generell, ich habe nie langfristig da irgendwie gedacht, nicht in dem Alter. Das kommt jetzt eher, dass man sich solche Gedanken macht. Aber damals, da hat es einfach nur gegeben, Vollgas und... Machen wir mit. Genau. Schauen wir mal, wo der Zug hingeht. Ändert sich auch nicht das Bewusstsein bei solchen Situationen? Bis dato, vor den Sehern, warst du in diesen Bandgeschichten meistens so ein bisschen ein Sideman. Ja? Also als Gitarrist, als Musiker. Auf der Front Günter Mokesch, auf der Front dieser, und ich bin der, der was dieses Boot auch mit betreibt. Mhm. Ja? Und jetzt steht man auf einmal von heute auf morgen in einer Band. Und da verkauft sich ja nicht nur der Star, wie bei den anderen, was du bis dato gespielt hast, sondern es verkauft sich auf einen Schlag die ganze Combo. Ich bin auf einmal auf jedem Plakat drauf, ich bin auf jedem Foto, ich werde zu den Interviews mit eingeladen. Es ist was anderes. Ich bin dabei, ich bin Teil von dieser Band. Nur dazu bei dir, so charismatisch wie der Spitz damals war mit seinem Auftreten, so charismatisch bist du in dieser Band. Ja? Wie geht man mit der Situation um? Wie lernt man damit umzugehen? Auf einmal kennen mit die Leute. Wie ist dieses Gefühl, was da noch dazu kommt? Also ganz so ist es eh nicht. Ja. Weil ich würde jetzt nie sagen, dass mich Leute kennen. Ich meine, Seher-Fans kennen mich und so, aber... Es sind doch viele. Ja, natürlich sind es viele, aber das ist alles in einem Rahmen, der... Also, das kann man jetzt nicht irgendwie zu Kopf steigen oder so, weil das ist minimal. Und ich bin es wird natürlich als Band verkauft und es ist eine Band und wir sind eine Band und wir halten zusammen und alles, aber es ist ja trotzdem so, dass... ich habe ja trotzdem auch Sideman-Charakter. Ich bin einfach der Gitarrist, trotz allem. Und die Sassi, der Fred, die Astrid, das sind irgendwie die, um die es in Wahrheit viel mehr geht. Und das ist mir auch bewusst. Und das ist auch voll okay. Und ich würde nie meine Rolle jetzt überschätzen, sagen wir so. Auch nicht unterschätzen, aber auch nicht überschätzen. Und das Gute ist, das macht in der ganzen Band eigentlich überhaupt niemand. Also ich habe noch nie Allüren oder Hochnäsigkeit, das gibt es in der Band einfach nicht, egal bei wem, was super ist.
über dem Berg war dann die erste Produktion, wo du wirklich schon mitgearbeitet hast. Mittlerweile sind es, weiß ich nicht, 17, 18 CDs, was da gefolgt sind. Mhm. Dann hast du selber erzählt, 40 bis 50 Konzerte, 60 Konzerte im Jahr passieren. Da sind wir aber noch nicht bei TV- und Radiogeschichten, was noch dazu kommt. In welchen Momenten, ja, relativiert sich dieser ganze Erfolg, dieser ganze Hype für dich? Wo denkst du darüber nach, in welchen Situationen, was ich da eigentlich alles mache? Wie relativ ist dieser Erfolg? Wann wird Erfolg nicht mehr so wichtig? Du meinst als Stellenwert im Leben? Im Stellenwert, ja. Immer wieder. Das okay. ist immer wieder, man muss ja immer wieder bewusst werden, was wichtig ist und was nicht so wichtig ist. Die Auszeichnungen und der Erfolg in Form von Auszeichnungen, Amadeus und Platin und Zeug, das ist natürlich schön und wer hat das nicht gern, dass er irgendwie Platinplatten irgendwo hinhängen kann und so. Aber das bedeutet eigentlich mir relativ wenig. Was mir viel bedeutet ist, einen Job zu haben, mit dem ich mit super Leuten zusammenarbeite, mit lieber Leuten Musik machen kann, einfach das machen kann, was ich am liebsten mache. Und das hängt natürlich mit dem Erfolg zusammen, weil aufgrund des Erfolgs kann man das auch machen. Also die Serie gibt es ja deswegen so lange, weil es eben viele Leute die CDs kaufen. Mhm. Aber grundsätzlich, ich mache gerne Musik mit lieber Leuten und ich habe gerne ein Publikum, das, wo du merkst, da kommt was zurück. Mhm. Das ist 100-mal mehr wert als jede Auszeichnung. Auch wenn die cool sind, das will ich nicht abspülen. Ich habe jede Platine, die wir gekriegt haben, aufgehoben, die hängen, teilweise stehen sie da, teilweise hängen sie an der Wand oben. Weil das ist ja natürlich auch, da gefällt man sich auch, ist auch stolz drauf. Ja, natürlich. Aber das habe ich immer ziemlich relativ gesehen, solche Sachen. Mhm. Unterwegs sein, die Möglichkeit haben, einen Job zu machen, der wirklich Spaß macht, das ist eigentlich die größte Auszeichnung, das Wichtigste für mich. Ist das nicht schon so, dass man sagt, okay, man hat jetzt wieder eine Tournee, man hat ein neues Album, das wird alles promotet, wir sind gut im Geschäft, wir sind eigentlich ja auch schon Jahre vorher ausgebucht, ihr wisst ja heute schon, was nächstes Jahr passiert. Da versuche ich immer, dass ich mich an der Nase nehme und sage, hey, es gibt so viele positive Aspekte, die man nicht vergessen darf und an die man sich auch besser nicht gewöhnen sollte, weil es eigentlich ein Privileg ist. Immer wieder in Erinnerung rufen, diese Dinge. Mhm. Und nicht die als normal ansehen. Das ist, glaube ich, generell wichtig. Dich immer wieder zu ehren. Ja, und einfach immer wieder bewusst zu machen, was ist die Alternative oder wie war es vorher und so weiter. Das heißt, wenn jetzt irgendwann bei irgendeinem Konzert einmal irgendwas nicht so passt, vom Rundherum, es passiert halt, bei 50 Konzerten gibt es aber Sachen, wo dann irgendwas ist. Ja, und so denkt, na, bevor man sich da aufregt und sagt, was ist denn da passiert und so, sollte man dann überlegen, okay, was habe ich denn vor die Serie gemacht? Oder was wäre die Alternative? Und dann kommt man schnell drauf, eigentlich gibt es überhaupt keinen Grund zum Meckern. Ja, das glaube ich schon. Natürlich, ist nachvollziehbar. Aber das muss man sich immer wieder neu vor Augen führen, weil das wirklich, man vergisst das schnell. Ja, und vor allem, denkt man, okay, jetzt hat es eh 100-mal schon funktioniert, es ist halt heute einmal das passiert, mein Gott, nein, da kann ein Staus da gar nicht sein. Oder wenn es irgendwann heißt, hey, Burschen, ja. Wir spielen dort und bitte, war super, wenn man selber die Backline mitnimmt und selber den Verstärker, und dann erstmal gesagt, okay, Verstärker, was, und dann muss ich aufbauen, und dann ist es völlig irre, weil das habe ich früher, bei jedem Konzert völlig normal, dass du aufpasst, dass du abpasst, dass du, das ist normal, ja. Und ja, nicht meckern, wenn es einmal jetzt auch so ist. Da muss man aufpassen ein bisschen, dass man da nicht diese Dinge als völlig normale erachtet, die eigentlich ein Privileg sind. Mhm. Gesundheitlich hat es so Tiefschläge gegeben, die was die Karriere dann ein bisschen beeinflussen, deinen Beruf. Ja. Was ist da passiert? Also das Gravierendste war mein Gehörsturz. Letztes Jahr, nein, 2015 war das schon, im Herbst 2015, wo ich genau zwischen zwei Tourneen, also da war gerade Tournee mit Andreas Gabalier in Deutschland und dann war ein kurzes Zeitfenster von 3-4 Tagen und dann ist die Serie-Tournee losgegangen und ich
hab mir in diesen, ich habe die Kavaliertour gespielt und habe dann in diesen 3 Tagen noch einen Studiojob reingekriegt, wo ich mir dachte, boah, eigentlich ist mir das zu stressig. Aber egal, ich mache das, weil das wird super und hin und her. Und bei diesem Studiojob habe ich dann plötzlich einen Gehörsturz gehabt. Das ist einfach aus heiterem Himmel mein linkes Ohr zugefallen, sozusagen. Wie man es kennt, habe ich öfters gehabt, dass ich mich kurz zufallen und hast eine Pfeife im Ohr und denkst, hoppala, und dann geht es wieder. Da ist es halt aber nicht mehr aufgegangen, sondern blieben. Und ja, ich habe eh gleich gemerkt, stimmt was nicht, und bin auch gleich zum HNO. Tut schon, also gleich so Burschen, ja. Ende und HNO. Okay. Und Diagnose Hörsturz. Und offensichtlich, mein, das weiß man nicht genau, aber offenbar halt einfach zu viel Stress hat sich dann so geäußert. Mhm. Und das war ein super Zeitpunkt, weil 2 Tage später die Seher-Tour losgegangen ist und ich habe die Tour dann gespielt, trotz Hörsturz, was natürlich auch für den Heilungsverlauf nicht optimal war, glaube ich. Aber es hat in dem Moment keine andere Möglichkeit gegeben. Und das war ein paar Monate eine ziemlich schwierige Phase, sage ich mal so. Mhm. Wenn es mit dem Gehör was hat, als Musiker, das ist der Worst Case. Also, ich habe nicht einmal Musik hören können, geschweige denn irgendwie, ich habe einfach mit Musik nichts, nicht laut Musik hören können. Ich habe nicht einmal laut, wenn ich am Esstisch gesessen bin, das Geschirrklappern war mir zu laut. Ich habe dann irgendwie so Überempfindlichkeit gehabt auf dem kranken Ohr. Es war ganz schlimm, die ersten Wochen. Oder? In den oberen Frequenzen war alles weg. Mhm. Plus Tinnitus, plus diese Überempfindlichkeit. Mhm. Und das war mein größtes Problem. Der Tinnitus, als alter Rockmusiker, ist das ja eh schon ein ständiger Begleiter. Du hast mir erzählt, wie wir hergefahren sind, dass der Tinnitus sogar auch was Positives in dir. Auf jeden Fall. Du hast das entdeckt. Der Tinnitus ist mein Indikator. Der zeigt mir, wie es mir geht. Wenn ich zu viel Stress habe oder nicht ausgeschlafen bin oder ein bisschen kränklich, merke ich sofort, dass sich der Tinnitus zu Wort meldet. Lauter ist sonst, zumindest gefühlt lauter. Ich merke sofort, also ich brauche nur auf mein Ohr horchen und weiß, ich sollte jetzt ein bisschen kürzer treten vielleicht. Und das hat eigentlich auch Vorteile. Und ich horche da auch drauf. Also ich nehme das wirklich zu Herzen. Wenn mein Ohr sagt, hey, auf dem Gas, dann gehe ich auf dem Gas. Egal was da gerade ist, dann mein Ohr ist oberste Priorität. Also seit dem Hörsturz horche ich auf mein Ohr. Weil ich will das nicht nur mehr erleben. Also ja, ein zweites Mal brauche ich das nicht. Und so gesagt, der Tinnitus ist auch was Gutes. Es waren ja nicht nur die Seher, wo du deine Kunst mit den Gitarren, wie viele Sounds, wie viel hast? Ich habe jetzt gerade 2 neue Klampfen von Yamaha gekriegt und mit denen sind es jetzt knapp über 30, glaube ich. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe es nicht gezählt. Aber 30 sind es auf jeden Fall. Mit denen hast du auch der eine oder andere den Andreas Gabalier schon begleitet. Das war doch der, was du dann gesagt hast, ich leg das zurück. Aus welchem Grund eigentlich? Beim Andreas war es so, dass ich in die Band gekommen bin 2012 und da habe ich schon lange bei den Seher gespielt. Das war aber auch immer ein bisschen im Hinterkopf natürlich auch Stress für mich, weil ich habe gewusst, okay, ich habe jetzt die Tourtermine vom Andi gekriegt, habe es zugesagt. Es kann aber sein, dass vielleicht nur Seher-Termin reinkommt und dann muss ich plötzlich für ein Gabalier-Konzert in Berlin checken mit Flügen und es war auch dann ein paar Mal so, dass das passiert ist. Und wie der Hörsturz dann war, habe ich in dem Jahr dann sowieso mal alle Termine abgesagt. Also generell alle außer Seher. Seher habe ich gemacht, weil da habe ich auch ein ganz gutes Team, wie das mit dem Monitoring, das nicht zu laut ist auf der Bühne und so weiter, das habe ich mir auscheckt und eingestellt. Da brauche ich keinen, habe ich keinen psychischen Stress wegen dem Gehör, da weiß ich, es funktioniert. Mhm. Alle anderen Sachen habe ich auf Eis gelegt. Es war super, schöne Zeit, 4 Jahre beim Andi. Wir haben wirklich großartige Konzerte gespielt. Also sowas werde ich wahrscheinlich nicht mehr spielen als Musiker, solche Shows. Meine riesen Tourneen in Deutschland, das hat man nicht alle Tage. Und ich bin dankbar dafür, dass ich das machen habe dürfen. Und sage danke und okay. Für mich war es Gesundheit geht vor. Gesundheit geht auf jeden Fall vor und
war eigentlich ein logischer Schritt. Thomas, was du angesprochen hast, wir haben viele Sachen gemacht. Warst du nicht mit in Amerika damals? Warst du mit dem Andi? Ja, genau. Ja. Ja, wie war denn das? Wie war denn Amerika für dich? Amerika war grundsätzlich, Amerika ist immer super für mich, weil ich bin Amerika-Fan. Ich war zwar jetzt noch nicht so oft drüben, aber ich war einmal in New York, einmal in Denver, einmal auf Hawaii und es war jedes Mal voll super. Also ich bin erklärter USA-Fan. Das mal vorweg. Das heißt, ich habe mich schon mal grundsätzlich gefreut darüber, dass ich da hinfliegen kann. Und konkret, und die Reise war auch super. Also wir waren da in kleiner Besetzung. Der Andi, der Uwe damals noch der Keyboarder vom Andi und ich. Und der Robi als Techniker war mit. In Vail damals? Genau. In den Rocky Mountains. Genau, mitten in den Rocky Mountains. Ja, es war beeindruckend. Es war gleich mal die Straßen von Denver nach Vail, quasi in die Rockies eine, war gleich mal eine vierspurige Autobahn, die einfach gerade auf dem Berg ist, auf 2000 Metern, auf alles wieder gerade oben. Einfach und vierspurig. Es war gleich mal alles ein wenig mächtiger als bei uns. Es war ganz witzig, aber es waren super. Es waren 3 oder 4 Tage. War absolut cool. Wir haben dort gespielt. Wir haben nicht genau gewusst, was uns erwarten wird, weil, glaube ich, je in Amerika. Aber es war dann aufgrund der Ski-WM sehr viele Fans aus allen Nationalitäten, auch Österreicher. Und auch die anderen, die waren einfach, denen hat es getaugt, die sind da gestanden auf dieser Plaza und jeder hat gefeiert, weil ich in Feierlaune, das war eigentlich ein super Konzert. Cool. Und eine super Erfahrung. Hat Spaß gemacht. Durch das, dass du Amerika-Fan bist, sieht dich Amerika sowieso irgendwann wieder einmal. Ne? Es wird nicht der letzte Ausflug. Es wird nicht mehr letzte. Momentan muss ich mir so ein bisschen überlegen. Aufgrund der politischen Situation. Ob sie überhaupt einlassen. Erst, ob sie mich einlassen. Und ich habe jetzt auch gelesen, sie checken die Facebook-Accounts. Und wenn sie meinen Facebook-Account checken, glaube ich, dann bringen sie mich gleich weg. Weil ich mache ja keinen Hehl draus, dass ich kein Trump-Fan bin. Schauen wir das jetzt mal an, wo das hingeht. Ich würde es schade finden, wenn Amerika da Schaden nimmt oder überhaupt die Welt in weiterer Folge, aber auch Amerika, weil ich, wie gesagt, Amerika-Fan bin und das ein bisschen mit Sorge beobachte, was gerade passiert. Aber schauen wir mal. Wer dich kennt und wer dich ein bisschen verfolgt auf Facebook, du bist in den sozialen Medien ziemlich viel unterwegs, ja, dann weiß man auch, dass du ein politischer Mensch bist. Du interessierst dich für dein politisches Umfeld in einem Ausmaß. Wie vertraut sich das mit deinen Bandkollegen? Ist es in deiner Band, was du spürst, auch immer wieder ein Thema, wenn du da in der Öffentlichkeit dich äußerst über Themen, die was ganz einfach jeden anderen auch betreffen? Wird da diskutiert darüber? Grundsätzlich diskutiert wird gern und oft, und es ist auch oft meine Schuld, sagen wir so, ich diskutiere gern. Mhm. Ich kann ganz gut unterscheiden zwischen diskutieren und streiten. Ich finde Diskussionen sind wichtig und befruchtend und ich mag das. Das Problem ist nur, dass halt viele das auch gleich persönlich nehmen und das dann abdriftet in einer Ebene, die ich gar nicht will. Weil ich kann mit jemandem diskutieren, richtig diskutieren, sich mit Argumenten befetzen und nachher trotzdem Milch und Bier trinken. Genau, und sagen, cool war's. Weil es gibt nichts Besseres als eine Diskussion. Ja. Mhm. Was ich total cool finde, und es ist zumindest schon so zu einer Markenware gekommen, ja, so ein Markenzeichen. Jetzt bin ich gespannt. Ja, das ist relativ einfach. Ich war das letzte Mal im Gespräch mit der Schachermeier, die Miss Austria Corporation organisiert. Und die hat Stirnbänder getragen. Und ich habe gefragt, wie viele Stirnbänder was in ihren Kosten sind. Und sie hat das mir verraten. Beim Thomas, der Thomas trägt Kappen. Schon sehr lang. Aber in den letzten Jahren nur mehr eine. Ja? Wie kommt es zu dieser Kappe? Es ist motivierend, ja? So viel ich da mitbekommen habe. Es schaut auch so aus, als könntest du dir nichts darüber vorstellen. Gell? Wie ich das erste Mal dieses Kappe gesehen habe, hat es mich fasziniert. Es ist eine coole Kappe, aber ich habe nicht gewusst, was ist das eigentlich. Ja? Aber ich bin ein neugieriger Mensch und deswegen weiß ich es heute. Wie kommst du dazu? Also grundsätzlich mal, ich habe nicht immer Kappe dran, sondern das hat seltsamerweise in dem Moment angefangen, wie die Haare angefangen haben zum Zurückgehen. Lustiger Zufall. Und dann habe ich gedacht, setzt halt Kapperl auf. Ich habe irgendwann angefangen, vor 10 Jahren Kapperl aufzusetzen und das gehört so dazu mittlerweile, dass, also ich habe es dann, beim Schlafen gebe ich es schon runter, aber sonst habe ich eigentlich immer Kapperl auf.
Und ich habe die verschiedensten Kappen gehabt immer. Und dann hat ein Freund von mir gesagt, hey, wir gründen gerade ein Startup-Unternehmen. Okay. Du hast immer Kappen auf bei jedem Konzert oder Hauben, immer Kopfbedeckung. Er bringt mir mal was vorbei, das ist eine, jetzt kann ich sagen, das ist eine Teefirma, die machen Tees. Ne? Er bringt mir was vorbei, kostet es, und wenn du sagst, das ist cool, dann können wir darüber reden, weil wir vielleicht einfach deine Kappen, dein Kappensponsor sind. Super. Quasi. Mhm. Also, und ich habe gesagt, ja, sicher, Kappen habe ich immer auf, klingt cool, bring mal vorbei. Und so habe ich Tees gekostet, weil ich würde jetzt auch nie was auf meine Werbung machen für was, was ich nicht, wo ich nicht dahinter stehe, was mir nicht taugt, weil warum, das mache ich nicht. Und die Tees sind wirklich gut, ich trinke selber gern Tee, du weißt das, wir haben gerade einen geschlürft. Ausgezeichnet. Und habe gesagt, ja passt, das Logo ist auch cool, machen wir das doch. Und ich habe dann mittlerweile habe ich von den in alle Formen und Variationen ja an die 20 Kappen und Hauben, die je nach Lust und Laune halt aufsetzt. Mhm. Und das ist eine steirische Firma, Desire ausgesprochen, die Tees machen. Mittlerweile, also am Anfang nur Teebeutel, also für heißen Tee, mittlerweile gibt es Eisteedosen, die auch sehr gut sind, wenn nicht so pixierst wie der normale Eistee, genau. Sondern ja. Ein bisschen erfrischender und nicht so viel Zucker. Und so ist das gekommen. Und ja. Ist nur dazu ein gesundes Produkt, aber tut sich nicht weh damit. Zumindest ist es nicht ungesund, ja. Also wie viele andere Eistees, die reines Zuckerwasser sind, ist das wirklich was, was man mit einem ruhigen Gewissen, guten Gewissen trinken kann, was auch sehr gut schmeckt. Hervorragend, und gehört unter die Leitbracht. Auf jeden Fall. Deine Tattoos nicht zu vergessen, du hast vorher schon die Steckling mir gezeigt. Inwieweit hat denn da die Familie Mitspracherecht, wenn du Tattoo sagst, wie du mit deinem neuen Tattoo herantrittst? Meinst du meine jetzige Familie, ja, oder meine Eltern? Nein, diese jetzige Familie. Die jetzige Familie findet es super, da gibt es gar nichts. Okay. Die Kids malen sich selber schon die Hände an. Weil sie quasi auch das bei mir sehen. Das bei der Motivauswahl? Es ist jetzt so, das, bei mir ist von bis alles möglich. Es gibt Motive bei mir, die haben Bedeutung. Es gibt Motive, die sind einfach nur lustig, die haben keine Bedeutung. Mir ist es, ich bin da sehr flexibel. Okay. Es ist jetzt nicht, ich habe eine Idee gehabt, ich werde demnächst umsetzen. Die Kids sind jetzt 6 Jahre und ich habe ihnen gesagt, sie sollen mir was zeichnen und das lasse ich mir dann tätowieren. Aha. Du lehnst dich sehr weit aus dem Fenster. Ja, ich glaube, ich wäre es ein bisschen entschärfen, ich würde sagen, jedes Kind macht 5 Zeichnungen, ja, ich darf mir dann zumindest eine aussuchen. Das ist ein bisschen weniger riskant. Ja, aber ja, das ist lustig. Aber wenn meine Eltern, also wenn die Mitspracherecht hätten, dann wäre ich nicht tätowiert, weil meine Mama mag das gar nicht. Ja, es ist halt eine andere Generation. Die kommen aus einer Zeit, wo jeder im Häfen, der war tätowiert. Ja, genau, von dort. Ich verstehe das auch, das war halt damals so, das ist halt so. Nicht mehr. Und bei jedem, nein, das ist ja halt lustig, weil wie ich das erste gekriegt habe, hat sie gesagt, na, okay, das gefällt mir eigentlich, aber mehr nicht mehr, okay, aber das ist schön, aber mehr nicht mehr. Passt, dann ist das zweite gekommen, sagt, na, da, wobei das ist schön, aber mehr, jetzt reicht es wirklich. Und das höre ich jetzt seit Jahren, bei jedem, ich bin eh schon voll, aber jetzt nicht mehr. Das hat deswegen das Gewicht gefallen jetzt. Ja, aber viel Platz ist eh nicht mehr. Was sehr lustig war, ich weiß nicht, ob ich es erzählen kann, sonst schneiden wir es raus, wenn du meine Oma, die leider nicht mehr lebt, die hat am Schluss, war die schon dement ein bisschen. Und ich kann mich erinnern, ich habe es einmal abgeholt, wenn wir zu einem Familienessen, und ich habe es von Bullen abgeholt und das steigt ins Auto ein. Sie ist einfach da gesessen, ich bin gefahren und sie am Beifahrersitz und sie hat einfach alle 2 Minuten so gesessen und zu mir umgeschaut, dass du so angeschmiert bist. Und wieder, und das alle 2 Minuten hat sie mir gesagt, dass es furchtbar ist, wie ich ausschaue. Dass du so angeschmiert bist. Ich dachte, ja, Oma, es ist halt. Es ist dann wieder, und dann wieder, dass du so angeschmiert bist. Ja, meiner Oma ist sozusagen, glaube ich, auch nicht gefallen. Aber man hält sie ja aufgrund solcher Sachen immer wieder gerne in Erinnerung. Gell? Das ist ja immer, ich habe das ja natürlich nicht übel genommen. Das ist ja voll super und lustig und das ist ja total legitim und es ist ja gut so, dass es Leute gibt, denen das nicht gefällt. Die junge Familie haben wir gerade angesprochen jetzt. Du lebst seit einem Jahr in etwa, bist du hier? Vom Thunerfeld in Salzkammergut, nähe Attersee. Und deine Freundin, deine Lebensgefährtin macht auch Musik. Die ist Geigerin.
Wie organisiert ihr euch? Ihr seid beide, ihr habt beide Jobs, wo es sehr viel um Reisen geht, selten zu Hause. Die zwei Kinder sind jetzt in einem Alter, wo die Post abgeht, wo immer Theater ist daheim, wie man so schön sagt, da passiert immer was. Wie organisiert der Haushalt sich mit der Familie? Ja. Wenn man so Jobs hat, wo man mehr oder weniger meiste Zeit unterwegs ist. Es ist insofern wichtig und gut, dass wir denselben Job haben. Dadurch sind die Arbeitszeiten. Okay. Also unter der Woche sind wir eigentlich, bis auf Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen zu Hause. Dass wir beide mal unter der Woche gleichzeitig weg sind, ist sehr selten. Und wenn, dann weiß man das und kann da schon ein bisschen planen. Weil es gibt zum Glück Omas, Opas, die dann auch gern die Kinder nehmen und mal aufpassen darf. Und am Wochenende, wo wir halt oft unterwegs sind und viel unterwegs sind, sind die Kids bei ihrem Papa. Das Verhältnis ist super zum Vater von den Kids untereinander. Also das passt alles. Nimmst du das auch mit auf die Konzerte oder nimmt die Freundin mit ihre Kinder auf die Konzerte? Sind sie musikalisch? Ja, sehr musikalisch. Also sie lieben Musik, logischerweise. Bei uns gibt es ja auch nur Musik, Tag ein, Tag aus. Und sie sind teilweise schon mit gewesen. Natürlich sind sie noch zu jung, um jetzt wirklich lang aufzubleiben. Und irgendwie. Aber sie waren schon ein paar Mal auf einem Seher-Konzert. Da gibt es dann auch ein Lied, wo die Kids auf der Bühne stehen. Das okay. Haben sie immer, da fragen sie mich schon, wann können wir wieder auf die Bühne? Da stehen sie auf der Bühne, das lieben sie. Aber im Gabalier waren sie mit, damals im Dirndl sogar. Süß war das. Und wenn es passt, nehmen wir es mit. Es taugt dann auch ein bisschen hinter die Kulissen und so schauen. Ja, so eine interessante Welt. Wie lebt der Musiker? Du bist noch ein relativ junger Mann. Ja, danke. Ja, und Musik wissen wir ja, kann man machen bis zum letzten Tag. Und ich hoffe, dass dieser Tag noch sehr, sehr weit weg ist. Und diese lange Wegstrecke, wie ist das zukünftig? Was ist da der Plan? Also grundsätzlich habe ich mir vor, dass ich bis zum letzten Tag Musik mache, wann auch immer der ist. Genau. Wenn er morgen ist, dann habe ich das auch erfüllt. Dann habe ich auch wieder heute Musik gemacht. Und wenn ich 90 wäre, ist auch gut. Dann versuche ich auch so lange wie möglich Musik zu machen. Wo der Weg hingeht, also was ich sehr gern mache mittlerweile, ist einfach eben da im Kellerstudio sitzen, Songs schreiben und ein bisschen vorproduzieren. Wirklich produzieren tue ich ja nichts, aber komponieren, auch mit der Marlene gemeinsam. Das macht mir eigentlich sehr viel Spaß. Entschuldigung, mit der Marlene gemeinsam frage ich deswegen ein, weil die Marlene ja auch ein eigenes Projekt hat. Genau, also teilweise mit der Marlene für ihr Projekt, wobei da schreibt sie eigentlich das meiste selbst. Aber die Marlene und ich schreiben auch gemeinsam Sachen für andere Künstler. Also wir haben letztes Jahr für die Jungen Zillertaler ein Lied geschrieben, das am Album drauf war. Für die Stephanie Hertel haben wir was geschrieben und das macht uns, ihr und mir, auch sehr viel Spaß. Mhm. Wenn jetzt jemand sagt, ich brauche eine Nummer, ich brauche einen Song, Thema so und so, Stilrichtung so und so, dann einfach wirklich zielgerichtet ein Lied komponieren, egal was für ein Genre das ist, ob das jetzt volkstümlich ist oder Schlager oder auf mir der Rock, das macht sehr, sehr viel Spaß und das mache ich sehr gern. Thomas, zum Abschluss bitte ich jeden meiner Gäste, einen Satz weiterzudenken, den muss ich anfangen, so wie du den spürst, so wie du den fühlst. Ja, und der heißt, der Sinn des Lebens ist es. Puh, der Sinn des Lebens ist es. Denn der Sinn des Lebens ist es, glaube ich, die Zeit zu genießen, die man hat, und sich nicht zu viel über den Sinn des Lebens Gedanken zu machen. Weil ich der Meinung bin, dass das Leben keinen höheren Sinn hat. Das klingt zwar ein bisschen negativ im ersten Moment, aber das muss es nicht sein. Ich glaube, die ständige Suche nach einem Sinn und die Frage nach einem Sinn führt dazu, dass man sich in was verrennt, was vielleicht gar nicht so gescheit ist. Es kann auch befreiend sein, wenn man nicht an einen höheren oder tieferen Sinn glaubt, sondern einfach versucht, guter Mensch zu sein und ein gutes Leben zu führen. Gibt es nichts hinzuzufügen bei solchen Schlussworten. So jetzt ein langer Satz. Und ich schneide ihn nicht weg. Thomas, herzlichen Dank für danke. Das Gespräch. Danke für die Zeit, was du mir geschenkt hast. Du hast mir abgeholt von Atmen, vom Bahnhof. Gesundheit in diesem Fall ganz was Wichtiges.
dass es nur nicht schlechter wird. Es kann nur besser werden, wenn man optimistisch und positiv denkt. Deiner Familie toi toi toi, deinem Projekt, deiner Herzensangelegenheit mit deiner Freundin, alles Gute. Danke. Und was wird denn das nächste Backel? Entweder das von den Kids, aber ich muss jetzt einmal das fertig machen. Ich bin nämlich ein großer Flugzeugfan. Okay. Ich habe nämlich früher massiv Flugangst gehabt und habe mich so intensiv mit Flugzeugabstürzen beschäftigt, thematisch, dass ich das aus welchen Gründen auch immer um 180 Grad gewandelt oder die mittlerweile fliegen liebe. Und habe jetzt angefangen, so ein Flugzeug-Tattoo mit einem Flugzeug als Stewardess, und das wird erfahrungsgemäß, wenn ich Erfahrungswerte herziehe, irgendwann die ganze Hand einnehmen und wird irgendwas sehr viel mit dem Thema Fliegen zu tun haben. Da werde ich weitermachen. Alles Gute, der Flugplatz braucht man nicht mehr landen, alles andere ist da. Ja, Landebahn muss ich schleunigst tätowieren, bevor das Sprit ausgeht.